Guten Tag, Herr Professor Roth. Ja, guten Tag. Sie sind seit 1976 Professor für Verhaltensphysiologie am Institut für Hirnforschung der Universität Bremen. Sie waren auch Gründungsrektor des Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst und auch Präsident der Studienstiftung des deutschen Volkes. Und Sie sind jetzt Direktor des Roth-Instituts in Bremen. Sie haben sehr viele Artikel im Bereich, nämlich 220 genau, im Bereich der Neurobiologie und Neurophilosophie geschrieben und bei Klett-Cotta sehr viele Bücher veröffentlicht, unter anderem Bildung braucht Persönlichkeit, worüber wir letztes Jahr auch hier auf dem Blog gesprochen haben. Also unsere treuen Blogleser kennen Sie natürlich. Jetzt ist von Ihnen der Band zusammen mit Michael Koop, Schule mit Köpfchen, Erkenntnisse aus der Hirnforschung, für den Unterricht nutzen, erschienen, mit zahlreichen Beispielen aus der Schulpraxis. Herr Roth, zusammen mit Michael Koop, der ist Lehrer an der Gesamtschule in Bremen, im Brennpunkt Stadtteil Osterholz-Tennewer, zeigen Sie mit dem gerade erschienenen Buch, wie man Erkenntnisse der Neuro- und Kognitionswissenschaften für den Schulalltag nutzbar machen kann. Diese Verbindung gilt nicht nur für diese eine Veröffentlichung, sondern sie dokumentiert eine jahrelange Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Michael Koop. Wie kam dieser Austausch zustande und wie haben Sie beide davon profitiert? Also zustande kam dieser Austausch, diese Zusammenarbeit, einfach durch die Tatsache, dass wir lange Zeit, 21 Jahre lang oder ein bisschen kürzer vielleicht, in einem Doppelhaus lebten. Also eine Hälfte lebten meine Frau und ich, in andere Hälfte Herr Koop und seine Frau. Und ich wusste, dass er Lehrer war. Und dann habe ich angefangen zu erzählen, was ich so an neurobiologisch, lernpsychologischen Forschungen mache oder mich dafür interessiere. Und dann sagt er eben ganz spontan: Mensch, also das müssten doch die Lehrer wissen. Das müsste man in den Schulen verbreiten. Und nun wusste ich schon vorher, dass das gar nicht so läuft, wie mein Kollege in Anführungsstrichen Manfred Spitzer sagt: Die Neurobiologen wissen alles besser, wie man Unterricht macht, und die sollten jetzt die Schule feindlich übernehmen. Originalzitat. Das geht überhaupt nicht. Abgesehen von Herrn Spitzer, der vielleicht ein ganz guter Psychiater ist, aber kein guter Neurobiologe. Aber so geht das überhaupt nicht. Und das wussten wir und haben dann 2 Jahre lang uns mit einer Gruppe von 10 bis 12 Lehrern getroffen in meinem Institut in Bremen und haben nur darüber gesprochen. Das waren also gestandene Mathematiklehrerinnen, Lehrer und Deutsch und was auch immer und Herr Koop, wie man und ob man überhaupt die Erkenntnisse der Lernforschung, der psychologisch-neurobiologischen Lernforschung in die Schule bringen könnte, ob es da Bedarf gibt und wenn ja, und wo man ansetzt. Nach 2 Jahren haben wir dann positives Resümee gezogen, haben gesagt, jetzt fangen wir an. Und dann war der Umstand in dieser Brennpunktschule, in Osterholz-Tennewer, große Schule, dass der damalige Leiter, der leider verstorben ist, Feuer und Flamme war und gesagt hat, das machen wir. Auf freiwilliger Basis, aber die Schule hat sehr viel Zeit investiert, viel Geld investiert. Und am Anfang sind alle begeistert. Von den 140 Lehrern waren also 100 begeistert. Beim zweiten Treffen waren es noch 40. Und beim dritten Treffen ging es darum, wer macht mit nach einem Verfahren, das dann Michael Koop und ich und die anderen Lehrer entworfen hat, wer macht mit? Und da waren es immerhin noch 20. Und dann haben wir angefangen und das war nicht schlecht. Das ging mühsam, aber die Lehrerinnen hatten Freistunden und ich habe Kurse gegeben, alles umsonst. Und war viel Zeit, aber es macht auch Spaß. Und dann lief das so 5, 6, 7 Jahre lang sehr gut. Herr Koop hat sich sehr engagiert. Ich habe brav vor ihm in der Schulbank gesessen und mir das alles angeguckt bei anderen Lehrern. Also war wirklich ganz toll. Und dann kam aber der Wechsel in der Leitung der Schule. Und obwohl das nicht so intendiert war, war etwas weniger Begeisterung bei der Schulleitung da, die sofort die Begeisterung der Lehrenden traf und so weiter. Und irgendwann wurde das für mich uninteressant, als das so runtertrappelte und man immer seine eigenen Sachen machte. Und Herr Koop hat sich sehr geärgert. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist also gerade unentgeltlich, jahrelang, ich höre da auf.
haben wir dann in Frieden das aufgehört. Und dann kam die Möglichkeit, die jetzt noch besteht, so vor ungefähr 8 Jahren, an den beiden Privatschulen, Leibniz-Gymnasium und Leibniz-Schule in Elmshorn und Kaltenkirchen, das nochmal ganz neu zu machen, mit einer Schulleitung, die natürlich auf staatliche Einreden und Hemmnisse überhaupt keine Rolle, nichts hören musste. Und das läuft ganz prima. Und so kam das dazu. Da spielt jetzt Herr Koop nicht mehr so ganz intensiv mit. Aber er geht ja jetzt auch nächste Pension. Und ich muss dann ja auch immer nach Schleswig-Holstein fahren. Aber er ist natürlich inhaltlich noch ganz intensiv dabei. Ja, eine lange Vorgeschichte. Aber dieses Eintauchen in die ganz konkrete Praxis, auch damit, dass ich mich in die Klasse setze, mir anhöre, ob das auch wirklich so zu verwirklichen ist. Das war das Wichtigste. Das war spannend. Ihr Band besteht aus 4 Teilen. Im ersten Teil geht es um die Lehrer- und Schülerpersönlichkeit. Michael Koop beginnt mit Erfahrungen aus der Schulpraxis. Erste Unterrichtsstunden, die ja extrem wichtig sind. Unter anderem Vorbildfunktion des Lehrers, seine fachliche Kompetenz. Dann erläutern Sie im zweiten Teil, also des ersten Teils, wie Persönlichkeiten sich aus dem Blick der Hirnforschung entwickelt. Warum sind diese Grundlagen wichtig, um die Lehrerrolle besser verstehen zu können? Also mit der Frage nach der Entwicklung der Persönlichkeit oder warum Menschen so sind, wie sie sind und warum sie das tun, was sie tun, im Guten wie im Schlechten, beschäftige ich mich seit etwa 25 Jahren mit großen Untersuchungen auch, zum Teil in Bezug auf Lernstörungen, aber auch psychische Störungen. Und da hab ich eben praktisch gelernt mit Psychologen, Psychotherapeuten, andere Neurobiologen, was Persönlichkeit ist und wie man Persönlichkeit auch beeinflussen kann, was man machen kann. Und das kannte dann der Michael Koop und dann haben wir über die Lehrerpersönlichkeit gesprochen und dann war klar, der Lehrer, da war genauer das Verhältnis der Persönlichkeit des Lehrenden zur Persönlichkeit des Lernenden. Macht etwa, so sagt die ernsthafte Forschung, 40 bis 50% des dauerhaften Lernerfolgs aus. Das sagen alle Experten und das muss man erklären. Und die Antwort darauf ist, die wichtigsten Eigenschaften eines Lehrenden sind Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit und Feinfühligkeit. Natürlich muss auch der Schüler bestimmte Persönlichkeitseigenschaften haben, dazu auch noch Motivation, Fleiß und Intelligenz. Das sind die drei Faktoren auf der Schülerseite. Aber wenn man überlegt, von diese drei Faktoren bei Lehrer und dann entsprechend drei Faktoren bei den Schülern, die mit dem konkreten Unterricht scheinbar nichts zu tun haben, bilden 50% des Lernerfolgs. Das muss man erklären. Da stutzt jeder, obwohl alle Leute sagen, ja, auf den Lehrer kommt es an. Wir wissen das ja als ältere Lernende, dass die Lehrerpersönlichkeit bei uns also ganz entscheidend war, ob die gut oder schlechte Lehrer waren, intuitiv oder per Einsicht. Das muss man ganz genau vermitteln, warum denn Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, Feinfühligkeit im Umgang mit den Hörern und auch Kompetenz. Wie die wirken im Gehirn und warum die so entscheidend sind für Lern- und Gedächtnis. Das ist dann schon sehr tief reingeguckt in die Mechanismen des Lernens, der Gedächtnisbildung, über den Grad der Motivation, der nonverbalen Interaktion und so weiter. Und das ist also sozusagen der erste Aufschlag gewesen und ich konnte eben sehen, als ich die Schulbank drückte, dass Herr Koop ein wunderbarer Lehrer ist, der all das verwirklichte, intuitiv, auch ohne Neurobiologe zu sein, was ich da gefordert hatte. Die Feinfühligkeit ist ja etwas, wofür Schüler ja, ohne dass ihnen das klar sein muss oder klar ist, sehr wohl ein Sensorium haben, nicht? Ja, natürlich, unbedingt. Also der Schüler, die Schülerin muss spüren. Das muss man ja nicht rational erfahren, sondern spüren. Die Lehrperson achtet mich.
Nicht nur sie beachtet mich, sondern sie achtet mich. Sie fragt, was ist los, wenn die Leistungen nachlassen? Was gibt es da für Schwierigkeiten? Das hat Herr Koop mal wunderbar gemacht. Und ich trainiere die Lehrerinnen und Lehrer genau darin, Interviews zu führen, wenn zum Beispiel Leistungseinbruch ist. Das hat immer Ursachen. Meist, ich mache dann so halb Stunden, 30 Minuten Interviews und nach 30 Minuten weiß ich, warum. Also grob, warum diese Einbrüche kommen. Und dann muss man tätig werden im Rahmen des Lehrerdaseins. Das kann man. Und das ist überwältigend, diese Erfahrung. Und noch ein Punkt, wenn Sie sagen Kompetenz, das spüren Kinder auch Ja. sofort, ohne Ja. dass man das erklären muss, sondern sie bekommen mit, wenn sie vom Lehrer auch Inhalte bekommen, wo sie merken, wo andere Lehrer sagen, das ist zu schwer, und der Lehrer in der Klasse merkt, dass er auch den letzten Hansel noch greift, weil der plötzlich mal aufschaut und auf einmal merkt, da passiert was. Ich Ja. habe das in der Referendarzeit gehabt. Ich habe denen damals von Camus den L'Étranger per Band vorgespielt, und die Lehrerin, meine Fachleiterin, sagte, das ist viel zu schwer für die Kinder. Sie wollte gern die Kassette haben, die hat sie aber nicht getraut zu fragen. Ja, also alle das, also Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit, Feinfühligkeit und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich gerne überbringe, kann man nicht behaupten. Man kann sie auch nicht vorspielen, sondern man muss das sein. Und diese nonverbale Kommunikation, die man als Hirnforscher inzwischen sehr gut erklären kann, die müssen die Leute verstehen. Das ist eben nicht, dass ich erzähle, hört auf mich, guckt mich an, ich bin so kompetent, da lachen die Schüler nur. So muss es sein. Aber da ist natürlich die Frage immer, ja, muss das in die Wiege gelegt werden oder kann man das lernen? Und sage ich, naja, ein Dackel muss da sein, aber trainieren kann man das zum gewissen Teil auch. Es kann ja schlummern, es kann ja verloren gegangen sein beim ermüdeten Lehrer. Ja, Da muss man es wieder hochwecken. ich hätte sie gern vor 5, 6 Jahren mal in der Klasse gehabt, wo ich in Stuttgart als Gastlehrer eingeladen war. Denen habe ich die Nobelpreisrede von Camus vorgespielt, Ach. ausgemacht und dann gar nichts gesagt. Es dauerte 3 Minuten und irgendwann hat ein Schüler eine Frage zu einem Vokabular gestellt und nach 5 Minuten haben die untereinander über die Sache diskutiert und Ja. die Lehrerin sagte hinterher, warum sagen Sie nichts? Das macht mich nervös. Ja, sage ich, die Schüler haben das selber verarbeitet. Ja, klar. Ja. Und weil die meisten Lehrer machen den Kardinalfehler, dass sie 6 Fragen stellen und dann warten und zittern, dass die Schüler endlich mal antworten und die Schüler wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Am besten zuhören. Zuhören und Ja, beobachten. genau. Also wenn ich da Vorträge halte, auch über schwierigere Dinge, bin ich mit meinem Vortrag fertig und dann gibt es Fragen. Und dann darf man nicht nervös werden, wenn nicht sofort nach einer Millisekunde die ersten Fragen kommen, sondern das dauert. Und dann fangen die an, selbst Fragen zu formulieren und untereinander Fragen zu, so wie sie sagen. Es dauert alles eben, bis der Verstand langsam und das Gefühl langsam zur Arbeit kommt. Ja, und deswegen, wenn ich eine Frage gestellt habe, ich habe immer mich darauf bemüht, eine Frage zu stellen, dann die Klappe zu halten. Sehr gut. Dann zuzuhören. Und wenn dann welche laut werden, dann muss man die halt wieder zur Ruhe kriegen. Aber nicht, ich habe natürlich auch manchmal einen Fehler gemacht, dass ich selber etwas laut wurde in manchen Bereichen. Man macht Fehler, da arbeitet man dran. Im zweiten Teil berichtet Michael Koop in ihrem Buch über Aufmerksamkeit und Konzentration. Anschlussfähigkeit des Stoffes, das fand ich sehr interessant, die Stelle. Motivation, Fleiß und Wiederholung zusammen mit interessanten Bemerkungen zu einer neuen Tagesstruktur. Diese verflixten 45 Minuten. Auf unserem Blog steht, ich zitiere, Sie ergänzen diesen Teil mit Erklärungen aus neurobiologischer Sicht zum Lernen und Gedächtnisbildung. Das sind aber keine bloßen Ergänzungen, sondern notwendiges Wissen, um die Grundlagen des Lernens zu verstehen. Wird die Hirnforschung in der Lehrerausbildung vernachlässigt, ist da meine Frage? Ja, es besteht ein eklatanter Hiatus zwischen der traditionell auch heute noch dominanten Art zu lehren und zu lernen und den Erkenntnissen in der empirischen Lernforschung einschließlich der neurobiologischen Einsichten. Absolut eklatant. Also ich würde behaupten, seit dem Altertum weiß ein guter Lehrer, muss ja nicht Aristoteles und Platon gewesen sein, aber ein guter Lehrer, wie man lehrt und wie man lernt. Und das ist alles inzwischen seit gut 100 Jahren
bis heute genauestens untersucht worden. Was man schnell verstehen kann und warum, wann der Lehrer zu schnell spricht, wie unser Arbeitsgedächtnis arbeitet, wann es sofort überlastet wird, was das bedeutet, wenn das Arbeitsgedächtnis, die aufmerksam überlastet sind, wenn man zu schnell spricht, wenn man keine Pausen macht. All das ist seit langem bekannt und genauestens untersucht in meinem Gebiet. Ich arbeite gegenwärtig mit meinem Sohn übrigens an solchen Untersuchungen, wie das jetzt richtig im Gehirn mit den Zellen ist. Es ist fantastisch. Und da fasst man sich an den Kopf. Also zum Beispiel der Unsinn, wie Sie sagten, von den 45 Minuten. Das hat ja überhaupt nichts mit Lehren und Lernen zu tun, sondern wie ich rausgekriegt habe, hat sich das ein Oberministerialrat in Preußen 1876 irgendwann ausgedacht, weil das nämlich die damalige universitäre Struktur kopierte. Also Schulen waren nach dem Muster der Universitäten gestrickt und die traten nun mal die Dreiviertelstunde und dann die 15 Minuten Pause, absolut genau. Und in der Universität war das sinnvoll, wenn die Vorlesungen wirklich vorgelesen wurden. Es gab ja keine Lehrbücher. Dann hat der Prof vorgelesen und nach 15 Minuten tat dann der Arm weh, weil man nicht mehr schreiben konnte und dann musste man 15 Minuten zur nächsten Vorlesung. Das hat man abgekupfert und das ist für die Schule so hirnrissig, im wahrsten Sinne des Wortes, wie überhaupt etwas hirnrissig sein kann. Ich habe in der Klasse 10 mehrmals, also am Schluss, nach meinem Lernvortrag und der Lernprozess, gab es eine Frage noch zum Stoff, wo ich jetzt wissen wollte, dass die Schüler nicht die Frage, habt ihr es verstanden, sondern eine Frage zum Inhalt, wo die Antwort lautet, dass ich mitbekomme, dass sie in irgendeiner Transferleistung das bekommen haben. Ich stelle die Frage, es ist eine kleine Pause, Theo meldet sich. Ich sage jetzt kommt die richtige Antwort. Ich nehme ihn dran. Wir haben jetzt Pause. Ja. Mann, hätte ich die Stunde auch gar nicht machen müssen. Genau. Genau. Ja. Also, ich meine, ich halte seit 50 Jahren Vorlesungen und auch noch Vorträge. Und ich weiß ganz genau, wie man das machen muss. Nur eine kleine Anekdote. Meine Frau, die auch Professorin war, die ist auch jetzt in Pension, kam mal nach Hause in Neurobiologie. Und sagte, heute bin ich gar nicht durchgekommen, 1,5 Stunden. Ich habe etwa die Hälfte des Stoffes gemacht, der Masterkurs hätte machen sollen. Waren so viele Fragen und so viel musste ich wiederholen. Da habe ich gesagt, das war wahrscheinlich eine didaktisch besten Vorlesung, die du je gehalten hast. Das ist der Irrsinn. Ich als Lehrer muss durchkommen. Und wie Hilbert Meyer aus Oldenburg immer gesagt, es kommt doch nicht darauf an, dass der Lehrer mit dem Stoff durchkommt, sondern dass der Stoff im Gehirn des Schülers ankommt. Und das sind so langsame Prozesse und die Neurowissenschaften können erklären, warum das so langsam gehen muss, damit es behalten wird. Ich habe eine schöne Erfahrung gemacht. Ich habe 6 oder 7 Mal die Sommerschule in Rinteln gemacht. Ach, In Rinteln. an Also der quasi Weser. ja, in Rinteln. Ja, und da kam ich hin und habe mit den Schülern einen Tag lang studieren geübt. Das waren so Ja. 12- und 13-Klässler. Einen Tag lang, die haben dann für einen Kurs eingeschrieben und ich habe mit denen einen Tag lang Romanistik gemacht. Und das fing damit Ja, an, dass ich schön. ihnen eine Vorlesung erklärt habe. Und dann haben wir eine Übung, ein Seminar zusammen gemacht und dann eine Übung. Drei Abschnitte hintereinander. Und ich habe denen erst erklärt, was eine Vorlesung ist. Nämlich, es wird einmal ein Inhalt vorgetragen und ihr Ja. schreibt mit. Und dann sitzen die auf einmal vor mir und schreiben alle mit. Und da ganz still und zugehört und hinterher Fragen gestellt. Ja. 12. Klasse, das war super. Ja, So, also wir haben, wenn ich das doch kurz dann. sagen, so der Rhythmus, den wir uns aber für einen 3-Stunden-Abschnitt vorgenommen haben, dann auch durchgeführt haben, war eine kurze Lehrereinführung. Hirngerecht können wir darüber sprechen. Dann war es das, eine halbe Stunde Einführung in den Stoff, dann 1 bis 1,5 Stunden Gruppenarbeit und dann nochmal 1 bis 1,5 Stunden Einzelarbeit. Das war absolut perfekt. Also ganz anderes Schema. Eine methodische Vielfalt und überhaupt keinen Drang. Und dann sagten die Schüler nachher, ach, müssen wir jetzt in die Pause oder können wir nicht weitermachen? Das war Perfekt. das größte Das ist Lob, was man als das Lob. Lehrer
Das ist das Lob, wenn die ganz irritiert sind, dass sie Pause Genau. machen sollen. Ja. Im dritten Teil erläutert Michael Koop Intelligenz- und Begabungsunterschiede. Das macht er übrigens sehr intelligent. Sowie Lern- und Verhaltensstörungen, für die sie dann die wissenschaftlichen Grundlagen liefern. Jetzt einmal ganz kurze Frage: Was würden Sie Lehrern grundsätzlich raten, deren Schülern über Tisch und Bänke gehen? Ja, das hat, wir haben große Untersuchungen zu Aggressivität und Gewaltneigung gemacht an kriminellen, also schwerkriminellen Jugendlichen, aber auch an andere Schüler. Man muss hier unterscheiden. Ganz wichtig, es gibt Schüler, eine Schülergruppe, die unruhig ist. Von immer melden, immer aufschreiben bis hin wirklich gewalttätig. Und da muss man genau unterscheiden, machen die das, um Aufmerksamkeit zu erregen, also Richtung ADHS, oder haben Sie ein neurobiologisch völlig andersartiges Setting zur Gewaltneigung? Und das ist schwierig, weil das äußerlich so ähnlich zu sein scheint. Aber man kann, das haben wir mit Erfolg gemacht, Herr Kopp und ich, so einen aufmüpfigen Schüler, wenn gar nichts hilft, immer wieder setz dich jetzt, jetzt bist du nicht dran, sei endlich mal ruhig, der ist nicht ruhig, sehen, wenn man den dann Auszeit gibt. Der muss draußen vor der Tür stehen. 10 Minuten warten. Der unter ADS leidet oder einfach aufmerksam haben will, der brennt darauf, wieder reinkommen zu dürfen, weil drinnen die Post abgeht und er ja nicht mehr dabei ist im Klassenverband. Das Draußen ist ist ja eine. kein Publikum, nicht? Ja, eben, ja, eben. Und dann ist er so froh, wieder reinkommen zu können, der läuft nicht weg. Wenn ein Gewalt bereiter Jugendlicher, das sind etwa 3% der Jungs, überwiegend Jungs, der tritt die Tür ein oder haut gegen die Tür oder läuft weg und so weiter. Und dann weiß man als Lehrer, mit dem ersten, der nur meine Aufmerksamkeit will, muss man trickreich umgehen können. Aber das kann man, bei dem zweiten muss man sagen, der soll zum Psychiater, Jugendpsychiater oder zum Psychologen. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, dass man unterschiedliche, ganz unterschiedliche Quellen dieser sehr unruhigen Störenfriede unterscheiden lernt. Das bringe ich den Lehrern auch bei. Haben Sie solche Störmomente im Verlauf der Pandemie im Sinne einer Zunahme erlebt? Ja, ganz deutlich an den Schulen, an denen ich tätig bin. Aber hier sind es auch zwei ganz unterschiedliche Hintergründe. Die einen stören vermehrt bis hin zu Schmierereien und Nazi-Symbolen auf der Toilette, weil sie den psychischen Druck loswerden wollen. Die sind aber eigentlich nicht wirklich im Kern gewaltbereit. Und dann lernen die Gewaltbereiten, also die ADHS mit Neigung, das sind so 3, 5% der meistens der Jungs, und die anderen sind auch so 2, 3%. Die sehen nun, dass sie freie Bahn haben. Die nutzen das einfach aus, das zu machen, was sie immer schon machen wollten. Und die hauen dann alles kaputt und klein, weil die endlich glauben, Freiraum zu haben. Und von denen musste sich auch die Schule, an der ich arbeite, auch einfach trennen, weil das nutzlos war. Das Thema des vierten Teils dieses Buches haben wir schon gestreift. Sie möchten neue Akzente für die Fortbildung und Schulung des Lehrpersonals vorschlagen. Was sind die wichtigsten Punkte dabei? Also einmal biete ich Trainingkurse für die Lehrer an, die ja nun groteskerweise auch in Privatschulen zum Großteil Quereinsteiger sind. Also so gut oder schlecht die universitäre Lehrerausbildung ist, diese Quereinsteiger, unabhängig von ihrer Persönlichkeit, haben überhaupt nie eine Ahnung über Persönlichkeit, über Didaktik gehabt. Ist vielleicht auch nicht so schlimm, dann sind sie eben noch unbeleckt. Und denen muss ich eben erzählen, es sind die Technik der zwei Hände. Einmal die Hand zur Faust, Gewalt ist die Lehrer- und Schülerpersönlichkeit. Und dann sind es 5 Merkmale des guten Unterrichts, des Hirngerechtens, ne? Das eben, wie Sie sagten, Anschlussfähigkeit, Aufmerksamkeit, Motivation, Vielfalt des Stoffes, Fleiß und Wiederholung. Und die Lehrerpersönlichkeit, die umfasst sozusagen das. Das sind also zwei Teile, worin man gut sein muss. Die muss man kennen. Einmal, was macht eine gute Lehrerpersönlichkeit aus? Und das zweite ist, wie mache ich ganz konkret, hirngerecht einen guten Unterricht? Und diese beiden Dinge, die muss ich vermitteln. Und dann kommt
Die Schulung im Umgang mit den Schülern, mit den Schülerinnen, also diagnostikartig, wie führe ich ein Lehrer-Schüler-Gespräch und schließlich neuerdings auch, wie führe ich ein Lehrer-Eltern-Gespräch. Das ist jetzt schwierig, aber notwendig. Das sind so die drei Hauptgebiete, wo ich sozusagen mein psychologisches und Repertoire da Kommen wir anspricht. nochmal auf die Schulpraxis zurück. Warum ist die erste Stunde in einer neuen Klasse so wahnsinnig wichtig? Der erste Eindruck immer für alle ein bleibendes Erlebnis. Und diese Frage ist aber nochmal eine gute Gelegenheit für Sie, gerade die Verbindung zwischen Praxis und Hirnforschung hier zu unterstreichen. Also, Lehren und Lernen ist ja eine Grundform der Kommunikation, die jetzt nicht nur auf die Schule beschränkt ist, sondern immer und überall begegnen wir Menschen und müssen, besonders in der Steinzeit, aber heute in Blitzesschnelle herausbekommen, was ist mit dem Mensch, was will der von mir, was denkt der, was geht ihm vor? Das ist sozusagen eine archaische Grundsituation. Und wenn jetzt ein Klassenlehrer vor die Klasse tritt, dann sind all diese nonverbalen oder wie wir auch sagen, paraverbalen Kommunikationsarten, also wie ein Lehrer spricht, nicht nur was er sagt, sind Alarmstellungen. Und die 2x20 oder 25 Augen und Ohren sind konzentriert auf den Lehrer und machen genau das, was wir haben es untersucht, innerhalb von 1 bis 3 Sekunden machen. Einfach sehen, wie ist die Körpersprache, die Mimik, die Gestik, die Stimmlage und so weiter, nicht was der erzählt. Das ist dann sekundär und das ist der erste Eindruck. Und da kann man heute als Hirnforscher genau sagen, warum das so unendlich wichtig ist, wie das funktioniert und wo das unbewusst entsteht. Und schließlich, dass es wirklich nachhaltig ist. Nicht 100% der erste Eindruck, aber wie große Untersuchungen zeigen, zu 70%. Das heißt, zu 70% wird bestimmt, wenn Sie als Klassenlehrer vor die Klasse treten, wie nachher Ihre Wirksamkeit nächsten 4 Jahren ist. Unglaublich. Hat das was mit Authentizität zu tun? Bitte mit. Hat das was mit Authentizität zu tun auch? Ja, also es ist eben, sind die drei Säulen, die Kompetenz, die Feinfühligkeit und die Glaubwürdigkeit. Gerade die Glaubwürdigkeit, da gibt es große Untersuchungen zu, wird unmittelbar ausgestrahlt an einer Vielzahl von nonverbalen Merkmalen. Und daher, das kennen wir ja alle, empfinden wir zum Teil spontan Sympathie zu einem Menschen, mit dem wir kaum Worte gewechselt haben, oder finden Antipathie. Es gefällt uns gar nicht, der muss gar nicht viel reden, den magen wir nicht. Und das ist genau untersucht und das wird komplett unterschätzt. Es ist nicht 100%, das muss man auch wissen, aber es ist 70%. Also es ist ganz gut. Und das, was ich dann nachher mache als Mathematiklehrer oder als Französischlehrer, muss ja irgendwie damit kompatibel sein. Und das vergessen viele Lehrerinnen und Lehrer. Ich bin doch so, ich gebe mir doch Mühe, ich bin doch so ein toller Französischlehrer. Ja, aber wenn ich beim ersten Auftritt da den ganz falsch mache, die Kinder nicht ansehe, wenn ich zu lange rede, rumhample und so weiter, dann ist der Daumen runter, da kann ich toll sein, wie ich will. Ich habe da meine Chance weitgehend vertan. All das muss man wissen als Lehrer, eigentlich. Herr Roth, ich habe eine letzte Frage. Intelligenz- und Begabungsunterschiede werden manchmal von Lehrern nicht richtig eingeschätzt. Was können Sie als Hirnforscher dazu sagen? Also da gibt es große Untersuchungen. Intelligenz, kann man sagen, ist selbst wieder ein Bündel von drei Faktoren, nämlich ein anlagebedingtes Merkmal, was mit dem Gehirn zu tun hat. Dann Motivation, ganz wichtig, und Fleiß. Das sind die drei Faktoren dessen, was wir allgemein Intelligenz nennen. Das bedeutet, dass Intelligenz biologisch gesehen nur zu einem Drittel von unseren Anlagen bestimmt ist. Zu einem anderen Drittel oder 2 Drittel von unseren frühkindlichen Erfahrungen, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, ist unglaublich wichtig für die Entwicklung unserer allgemeineren Intelligenz. Ganz erstaunlich, viel mehr, als wir vorher dachten. Und das
ist eben ganz wichtig bei der Diskussion, die immer wieder schief läuft, dass die Herkunftsfamilie so wichtig ist. Da wird immer gesagt, ja, der kommt aus einem ökonomisch problematischen Haushalt. Die waren arm oder hatten nicht genug zu essen. Das kommt nicht auf die Armut, nicht auf den ökonomischen Status, aber oberhalb eines Minimums an, selbst das nicht. Das kommt darauf an, wie gehen die Eltern mit den Kindern um. Das kann man auch als arme Leute. Ganz toll. Darauf kommt es an bei Persönlichkeitsintelligenz. Das erklärt auch, weshalb früher viele große Geister aus ganz armen Verhältnissen kamen. Die waren bitterarm, hatten kaum was zu essen. Trotzdem waren die Menschen hochintelligent, wenn ihre Eltern ganz früh mit denen feinfühlig, kompetent und vertrauenswürdig umgegangen sind. Dasselbe wie später der Lehrer. Ja, wie Jean Grenier sich bei der Oma von Albert Camus durchgesetzt hat, dass der Junge die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium machen darf. So ist es, ja. Und dann schreibt Camus später, wir haben uns die Bücher in der Bibliothek ausgeliehen, sind gleich nach draußen auf die Parkbank gegangen, um zu gucken, was diese Bücher uns von der Welt heute erzählen. Ja. Und da sein Bildungserlebnis, seinen Bildungsgang mit dem ersten Menschen beschrieben hat. Das ist doch genau das. Ja. Ich sage gerne, auch die Bambushütte am Strand von Bali oder so kann eine wunderbare Schule sein, wenn die richtigen Menschen zusammentreffen, die richtigen Lehrer und die richtigen Schüler. Es kommt nicht auf, müssen keine Marmorpaläste sein, sondern es kommt auf die Beziehung an, auf die Vertrauenswürdigkeit. Herr Roth, der ganze Kummer ist, dass mein Verlag mich gebeten hat, dass wir unsere Interviews nicht so lange machen sollen. Ja, schneiden. Herzlichen Dank. Wir schneiden nicht, aber ich mache es ganz genauso. Herzlichen Dank, Herr Professor Roth. Keine Ursache, war gern geschehen.